Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Observer. So, wir haben jetzt mit Adam gesprochen. Aaron steckt hinter all dem. Und wir müssen jetzt in das alte Hotel gehen, was neben den Apartments ist. Adam meinte, wir sollten dem Licht folgen. Was auch immer das bedeuten mag. Da oben steht ja schon ein Hotel. Echt hier? Hier ist aber nirgends ein Licht. Ich kann nur rausgehen. Und was? Oh, guck mal an, da kann man nach oben gehen. Ich kann meine Sicht nicht ändern. Oha. Ist das vielleicht wegen Chiron? Lift oder was? Tatsache! Boah, nicht übel, nicht übel! Na, hier sieht's mal angenehm aus. Hey! Kann ich was machen hier? Nö, kann ich nichts. Hier ist sie, die Quelle all dieses Wahnsinns. Was auch immer die Ablegung verursacht hat, lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was ist denn? Hey Junge, alles okay? It really is the fucking Phage. Okay? You've been exposed anyway. Keep it together. Sind das jetzt welche, die befallen wurden und dann hergebracht wurden? Oder wurden die jetzt... Fragen aus, geht's von Chiron aus. Achso, ich kann ihn nicht drücken. Entferne deine Implantate. Komm ich da vorbei? Ruhig. Achso, bitte. Ausgetrickst. Someone out there, help me, please. Seh ich nicht. Oh. Oh. Kann dein Gesicht nicht sehen. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. Wie du dem Licht folgst. If you can't help me, please. My son is still out there. His father, he's gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. Was? What did you say? Hey, sie ist weg! Ich vertraue dir nicht anders. Also, das ist noch so eine Kammer. Dann noch eine. Thank you.
Wieso sind die so dunkel? Alter, wie viele es hier gibt. Und so eine winzige Kammer sind die eingesperrt. Da liegt ja einer. Patients are still symptom free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Einer sagt, du bringst dich selber um. Oh, immer diese Augen und Mund. Oh, das ist so ekelhaft. Ne, sag bloß, den gibt's wirklich. Ich dachte, das war nur so bei den Gedanken so. Ne, das kann nicht sein. Den gibt's wirklich. Noch ein Ding jetzt. Oh nein! Ich dachte, ich kann da reingehen irgendwo. Was oder was? Das ist nur zu verstecken. Und weiter, bevor der kommt. Bin ich jetzt sicher von dem? Oh! Wer will denn so einen Wachmann haben? Das ist auch so ein Typ, der dann an der Frage ausgesetzt war. Deshalb so deformiert ist. Und das Rücken, oder? Stehen geblieben, oder?
Macht der noch was? Gehen wir einfach da oben entlang. Was denn hier? Was denn hier? Was denn hier? Dankeschön. Geh mal da durch. Hoffentlich ist es eine Abkürzung. Geht weg, oder? Würde ich sagen. Ich bin weg, ich bin weg. Oh, da hinten geht's weiter. Hab ihn plötzlich gemacht, hab ihn plötzlich gemacht. Boah, hoffentlich bin ich gleich durch. Oh ja, ich bin glaube ich durch. Oh, das kennen wir noch aus den Gedanken von Adam. Was ist denn jetzt los? Was? Wenn ihr lauft, was geht's denn jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist jetzt passiert? War das jetzt eine Einbildung oder ist es echt passiert? Es ist zu. Ränder. Ja, aber es ist ganz gaga.
Oh, schön. Ah ja. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Einbildung, oder? Da liegt noch ein Computer am Boden. Aber ganz sicher liegt er da noch. Hier geht's nicht lang. Na gut. Also sind diese Geschwüre doch die Nanophage. Kann ich hier irgendwie aufmachen? Ja. Ich muss auf, ich muss auf! Mach die Tür auf! Mach auf! Misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. Oh, ist vielleicht deshalb gestorben. I'll be there for you. Weil er es nicht wollte, dass sie sich im Soldat einsetzt. Ah, deshalb die Rosen. You owe me this much. Promise me, you'll take care of him. Whatever it takes. That night you and Mom argued. After you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? Was genau wollten sie machen mit dir? It should have been you. Jesus. There's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't. Oh. Whoa! Easy there. Listen, it's either this or spin the rest of your life in a fucking jar. No. Think of your kid.
Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever it takes. 30 cc's of cortisone, stat. I need any non-medical staff out. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. You're such a fucking hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. I didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. You made it. I finally understand. Jetzt bin ich ganz mitgekommen. Aber sein Vater vorwirft, ist nicht ganz korrekt. Die Mutter wollte, dass er alles macht, um auf ihn aufzupassen. Dann musste er mal seine Prinzipien aus Acht lassen. Oh, ich kann mich nicht schnell bewegen. Could I do? They had you so looped in your repressed memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. A host? I guess that's supposed to be me. Yes. An observer's mind is isolated, detached from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. You can't even throw it out. I can't trust you anymore. You lied. Have it your way. It's still up to you. Save us both? Or leave me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain the connection.
Na komm, machen wir es. Embracing your true nature, towards becoming who you really are. But there's still more to do. Apartment 104. Make it quick. Oh mein Gott, ne, er war das? Nein! You killed yourself. An iteration of myself. Iteration? Then what are you? I am Adam. Which one? The only one left. You killed him. The real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Alter Schwede. Das wäre jetzt nicht erwartet. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. And maybe he realized he had succeeded. He created a superior version of himself. And it terrified him. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs and the paranoia took over. After that, yeah, he went full on feral. The mind is not a toy. Ironic. Coming from an observer. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Cairo. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. They can be what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Was für eine Einstellung. I'm tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice. Will you let your son die? Or will you save him? Also nachdem das nicht unser Sohn ist und nachdem er die alte Menschen umgebracht hat, nein. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are. But you will pay for what you did. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you fail to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. Ich bin aus der Kapsel gerade rausgegangen. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. Was ist jetzt los? I regret it must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Da sitzt sie wie auf einmal im Dienststuhl. Was machen?
There you are. Bad drone. Bad drawn. Someone did a number on you. Did you to warn Delph? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Old James is gonna fix you up. Zu den Drohnen, meint der Rudy oder was? Oh, jetzt haben wir den Besitz von dem armen Janus übernommen. Oh Gott! Rudy, es tut mir leid! Boah, der hat so eine komische Sicht, das sieht alles rosa. So. Nun. Auf zu mir! Oh, ich versuche noch den falschen Adam aufzuhalten. The lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Stehen bleiben! Oh, das ist nicht gut, oder? Here you are. The situation is under control. This is the police! Come out with your hands up! Was tust du? Freeze! Was? Er hat doch nichts mehr getan! Er hat sich aufgegeben! Was los mit euch? Sind wir jetzt beide tot, oder was? Wait, checking. I think he... Was glaubst du? Was? Ist er tot? Ist er nicht tot? Was los? War ich schon vorbei? Mit dem Ende bin ich selber nicht zufrieden. Ist Adam jetzt tot? Also der falsche Adam, meine ich? Boah. Nein. Also wenn ja, dann ist Adam tot, dann ist Janus tot, dann ist Rudy tot, oh mein Gott, der arme Rudy! Tja, aber alles in allem muss ich sagen, die Story war mega geil, Atmosphäre war spitze. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil. Das war doch so ein offenes Ende. Aber ich denke mal, dass es nicht einen zweiten Teil geben wird, das kann ja auch anders enden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Adam kooperieren, eventuell, wer weiß. Tja Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auch ein Like oder Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play Projekt. Bis dann, haut rein, tschüss!